Guten Abend, liebe Facebook-Gemeinde. Heute ist ein denkwürdiger Tag. Die Katalanen haben über ihre Unabhängigkeit abgestimmt. Man möchte sich vom spanischen Mutterland lossagen. Man glaubt, man fährt da wirtschaftlich besser, was ziemlich sicher auch so sein wird, weil in Katalonien die Wirtschaft deutlich besser läuft, die Leute fleißiger sind als im Rest von Spanien. Und wir können uns ziemlich sicher sein, auch wenn es noch keine Ergebnisse gibt und wenn die spanische Zentralregierung alles daran gesetzt hat, die Wahl unmöglich zu machen, dass wir zu einem Ergebnis kommen, dass die übergroße Mehrheit eine Loslösung favorisiert. Ein bisschen überrascht ist, da wir, also zumindest meine Generation, ich dachte immer so, wir sind am Ende der Geschichte angelangt. Die Staatsgrenzen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben haben, werden endgültig sein und wir sind so am Ende der Geschichte angelangt. Nun merken wir, dem ist nicht so. Es ging los mit Jugoslawien, es ging weiter mit der Trennung von der Slowakei und der Tschechei. In Kroatien oder in Jugoslawien bildeten sich etliche neue Länder mit auch viel Blutvergießen. Und es gibt Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland, in Norditalien, also in Südtirol oder auch ganz Norditalien. Und auch die Balearen und die spanischen Inseln im Atlantik würden über eine Loslösung vom spanischen Mutterland nicht traurig sein. Nun ist es aber so, dass wir bei diesen Bestrebungen immer davon ausgehen, dass das Volk, was dort lebt, einen Willen äußert und sagt, wir wollen dieses oder jenes, wir wollen mit denen zusammen oder wir wollen mit denen nicht zusammen. Nun ist aber durch die demografische Zusammensetzung der nordeuropäischen Länder die Gefahr gegeben, dass die, die zwar zum Staatsvolk gehören, weil wir ihnen die Staatsbürgerschaft nachgeworfen haben, die Mehrheit innerhalb eines Staates haben, obwohl sie nicht zum eigentlichen Volk gehören. Das heißt, wir könnten in 20, 25 Jahren die Situation erleben, dass Teile der Bundesrepublik oder ganze Länder der Bundesrepublik plötzlich eine islamische Mehrheit haben und nicht nur eine islamische Mehrheit haben, die ja nach unserer Freiheit der Religion überhaupt keine Rolle spielen würde, sondern dass die sagen, nein, wir sind im Herzen eben doch keine Deutschen und wir würden lieber nicht in der Bundesrepublik leben. Das heißt, wir lösen uns los aus der Bundesrepublik, so wie das die Katalanen heute gemacht haben. Dann kann man da eigentlich nichts gegen sagen. Wäre natürlich blöd für die Deutschen, die hier noch in Deutschland leben würden oder in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist plötzlich ein islamischer Staat, der unabhängig ist oder sich einem anderen bestehenden Staat anschließt. Der Kölner Dom wird zur Moschee. Mein Gott, wenn die Mehrheit es so möchte, dann ist es so. Es ist vielleicht der Gang der Dinge und wir haben einfach zu lange geschlafen. Es könnte aber auch sein, dass viele Menschen das einfach noch nicht erkannt haben, dass das eine Gefahr ist, weil es ein schleichender Prozess ist. Spätestens seit Thilo Sarrazins Buch Deutschland schafft sich ab, weiß jeder über diese Gefahr im Prinzip Bescheid, aber man schiebt eben manche Wahrheiten auch vor sich her. Also, wenn wir nicht möchten, dass sich Teile von Deutschland ablösen, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das erreichen, wie wir die Menschen, die hier leben und die nicht zu dem deutschen Volk gehören, so einbinden, dass sie so fühlen und leben wie wir. Oder wenn sie eben das nicht möchten, wie wir sie dazu bekommen, unser Land zu verlassen. Darüber gibt es sicher verschiedene Gedanken und es gibt ja auch nicht nur die eine Möglichkeit, aber
die Einsicht, dass wir überhaupt eine Veränderung in der Art und Weise, wie wir mit diesem demografischen Problem umgehen, bekommen, das wäre schon eine super Sache, dass wir einfach mal die Richtung ändern, dass wir von dem immer weiter so innehalten, stehen bleiben und sagen, okay, wir müssen hier vielleicht etwas verändern und machen uns Gedanken, wie wir das machen. Jetzt bin ich mit dem Thema Spanien am Ende. Ich möchte noch eine kurze Bemerkung machen zu dem Verschleierungsverbot in der Öffentlichkeit in Österreich. Erstaunlich, dass die Österreicher da schneller sind als wir, aber die haben offenbar ein größeres Selbstverständnis, da angeblich unpopuläre Entscheidungen zu treffen als wir. Ich finde es selbstverständlich, dass man, wenn man als Gast in ein Land kommt, dass man sich dann den Gepflogenheiten anpasst. Das ist so, wie wenn ich jetzt nach Saudi-Arabien gehe, dass ich da halt nicht mit kurzen Hosen rumlaufe. Deswegen sollte man es für selbstverständlich erachten, dass sich Gäste, die sich bei uns in Mitteleuropa aufhalten, sich an unsere Gepflogenheiten anpassen. Das scheint aber eben doch nicht überall so gesehen zu werden. Und deswegen muss man, wenn diese Verstöße zu stark werden, da Verbote erlassen. Finde ich eine prima Sache. Das sollten wir auch tun. Nicht nur Frankreich und Belgien haben das verdient, sondern nach Österreich müsste Deutschland hier nachziehen. Soweit ein bisschen nachdenklich. Andreas Wild, auf Wiedersehen.